Und wie pariert man ein Pferd noch durch, außer nur, dass man eine Zügel zieht? Dass man es schwer macht. Genau. Und genau. Wie lenkt man sein Pferd? Wie man sein Pferd lenkt. Ja, sag einer, ist erst egal. Wenn man Beine. Mit den Beinen sind? Mit den Beinen und die Zügel nach die Richtung zu nehmen. Nee. Ohne Zügel. Die Zügel, die sind nicht so gut. Die Beine sind so gut. Die Zügel sind zum Gelenken. Nee, die Zügel sind eben nicht. Das sind immer um. Aber die Zügel sind nicht Man lenkt sein Pferd mit dem Schenkel und mit seinem Gewicht. Genau, Gewicht. Genau. Einer von den Großen kann ja mal irgendwie so ein kleines Mäulchen mal Huckepack nehmen. Einer von der Großen. Nein, Jenno. Genau. Aber warum ich? Jetzt, okay. Wenn du, guck mal, wenn du deinen Körper so ein bisschen nach rechts oder links verlagerst, dann merkst du das ja. Und dann gehst du ja automatisch auch in die Richtung, ne? Ja, das ist schön. Ja, okay. Und wenn du dich nach, lehn dich mal ein ganz kleines Stück nach hinten. Das merkst du ja auch, ne? Ja. Und es reicht nicht. Also bei manchen Pferden reicht es schon, wenn man in die Richtung guckt, wo man hin will. Alleine diese Kopfbewegung reicht teilweise schon. Oder wenn man den Oberkörper ein bisschen rumdreht. Und natürlich dann noch die Beinverlagerung. Ja.